So, was geht ab YouTube zu einem erneuten Video auf meinen YouTube-Account. Heute regeln wir auf ABK neues Video. Mois dreht durch und ich mache mir Sorgen, aber bin kein Man in the Mirror. Man in the Mirror? Ah. Lass mal rein schon das Video und lass Like, dann Abo da und ja. Oh mein Gott, Leute, John Broke steht gerade kurz vor den 1 Million Abonnenten. Lasst uns dem einfach helfen als ABK Army. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Abonniert ihn alle, bis zum geht nicht mehr, damit er so schnell wie möglich die 1 Million Abonnenten erreicht. Und dafür bin ich gleich um 22 Uhr live auf Twitch. Klickt auf den zweiten Link in der Beschreibung. Was du grad, mein Ziel ist ehrlich 10.000 Subscriber auf YouTube, weil ich mache das schon seit ein Jahr und ungefähr so ein Jahr und ein paar Monate. Also schon eigentlich früh eigentlich. Und ja, schon bald die 4.000. Bis mich sehr froh, also die Kacken, die 10.000. Aber ja, liken, kommentieren und ja. Wir sehen uns. Die Lage eskaliert gerade komplett. Mois gehört auch dringend weggesperrt. Und egal wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich psychisch krank werde und jemanden töte oder sonst was. Seine Ex-Frau fast getötet zu haben. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Und du kleinen Nutzen so nicht. Ich hab's erst jetzt verstanden. Ich bin der Schwanz in dir drin, bin Nutzen. Sie hat mir gesagt, schreib San Diego wieder. Sowas auf YouTube noch nie gesehen. Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt. Darum laufe ich vor mir selber weg. Jetzt sitzt dieser Schlampe da und erzählt, ich hätte ein blaues Auge. Freut dich, dass du... Ey, sorry, ich lache, aber das ist so dieses... Das ist auf TikTok so auseinandergegangen. Genommen, ey, Leute machen. Herr Bull ist gerade ein Angebot. Hände zur Kasse. Geh mal zur Seite, du. Ach. Du nicht tot Alter. Bist, Körper! Mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieser Beef im schlimmsten Fall damit endet, dass eine Person liquidiert wird. Ich weiß, ich habe mit diesem Beef nichts zu tun. Aber ich bin halt ein YouTuber und Leute wollen auch meine Meinung zu den ganzen Sachen. Mein Ziel war es eigentlich mit meinem letzten Video, bevor diese ganzen Details nochmal offengelegt wurden, an Mois ranzukommen, im besten Fall auf ihn einzureden und ihn dann dazu zu bringen, zu seiner Familie zurückzukehren und im besten Fall sich irgendwie psychologische Hilfe zu suchen. Also habe ich ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, dass Mois Hilfe braucht. Danach habe ich noch Mois auf Instagram geschrieben, habe sogar eine Instagram-Story auf Englisch gemacht. Daraufhin hat er mich zwar gerepostet, aber leider trotzdem noch nicht geantwortet. Denn wenn ich als ein nicht nutzt, mich schon dazu äußere, dann wenigstens irgendwie irgendwo in der Hoffnung einen kleinen Mehrwert oder zumindest irgendwas Kleines dazu beitragen zu können. Weil gerade in so angespannten Situationen ist es ganz, ganz wichtig, den Täter-Motto zu verstehen, damit man am besten eine Schadensbegrenzung begeht und nicht direkt draufzutreten so. Und ihn noch weiter fertig zu machen, wenn man schon sieht, dass dieser Typ... Boah, ich feier diese Dings, also schon crazy, also diese amerikanische Süßigkeiten sind die besten, also ist crazy. Eine Gefahr für sich selbst und vor allem für die anderen ist. Und dann noch so eine Sache, dann sehe ich irgendwelche YouTuberInnen, die damals Koran auf den Boden geschmissen haben und damit den Boden gewischt haben. Oh, mein Koran! Da ist ein Fleck. Hey Leute, was geht? Heute... Oh du... ...beschwören wir Allah. Bro, das ist doch nicht mal witzig, ich hoffe alles, Digga, bitte. Würde ich das so in den Arsch... Bro, das geht zu weit, Bruder. Und wenn ich irgendwas sage zu Deutsch, ins drin durch, Alter, bitte. Also, guck mal, das soll jetzt nicht. Ich bin, was angeht, Digga, ich bin kein Mensch, der vor oder perfekt. Da wo ist die. Warte, wo ist jetzt? Ah ja, komm, scheiß doch, Digga. Ich sag es für mich. Ich kann Statements machen zu der ganzen Mois-Thematik. Mich und John Broke da rein. Das ist die. Sagen, das ist die. Guckt euch mal diese Leute an, was für eine Denkweise die haben und sonst was. Den Koran auf den Boden zu werfen oder abfällig über meine Religion zu sprechen, ist für mich genauso eine eklige Form von Gewalt. Und das ist mehr als... Also... Es geht da unter der Schublade. Was bloß mit den Menschen, Alter? Und das ist die eine, die sagt, Ausländer raus, Digga. Bitte. Jetzt kommt mir nicht mit. Ja, aber den Koran hat sie damals vor ein paar Jahren auf den Boden geworfen. Oh. Trotzdem zählt das, Digga. Damals von der... Digga, Kim Mois hat auch vor ein paar Jahren diese Sache mit seiner Frau gemacht. Genau. Was ist daran jetzt? Ja, stimmt, dass er sie... Jetzt redet alle hier rüber. Alle reden jetzt, das geschlagen, das... Aber das, also... Letztes Jahr gehauen hat und nicht dieses Jahr. Nein, die traumatisierenden Spuren der Gewalt bleiben. Und genau so ist es auch mit so gottlosen Aktionen. Die hinterlassen auch ihre Narben. Und dann sehe ich irgendwelche Röntgenbildkörper, die dann anfangen bei John Broke aufzumucken, weil der einfach nur seine Meinung gesagt hat, ihn dann versuchen als frauenfeindlich und sonst was darzustellen. Ein John Broke, jemand, der häusliche Gewalt am lebendigen Leibe miterlebt hat, wird dann irgendwie so dargestellt, als hätte er gar kein Mitgefühl. Statt dass diese Leute über einen John Broke irgendwelche Postings machen, hätte der Skrulls lieber mal den Orange schreiben sollen. Bruder, Mois ist komplett gefickt und du bietest ihn auch noch ein klares Inno-Ziel an. Und auch als die Brüder von Mois ihr Statement-Video hochgeladen haben, in dem sie sich 3 Stunden zu der ganzen Thematik ausführlich geäußert haben, postet ein Skrull
bloß eine Story, in der er sich darüber abfuckt und sagt, ja, das gebe ich mir niemals, 3 Stunden sind die verrückt. Ha, okay, aber sich monatelang irgendwelche Shoyoka-Videos geben, die stundenlang gehen, dafür hat man dann Zeit, ne? Also ich hab kein Problem gegen Skrillex, was ich einfach, also ich habe kein Problem als, ich weiß nicht, wie der privat ist, aber was ich ein Problem habe, ist dieses Casino-Thema. So, ich, für mich ist es jetzt nicht, ich unterstütze das gar nicht. Ob es jetzt irgendwie gut ist oder nicht ist, ist einfach für mich No-Go bei mir. Und vielleicht ist er privat korrekt, man weiß ja nicht, aber das, was ich sehe, ich habe mich ein bisschen bedeckt, also mit diesem Thema und so, aber. Und dann habe ich plötzlich. Also mit dieser komischen Diskussion mit Shoyoka, ja, die ist mir so irrelevant. Ich habe gesehen, dass Mois sogar eine Insta-Story gegen seine eigenen Brüder gepostet hat, in denen er genau das bestätigt hat, was ich gesagt habe. Daraufhin war das natürlich für mich ein gefundenes Fressen und ich habe auf Instagram wieder ein bisschen fitner gemacht. Das Letzte, was jetzt noch die Brüder von Mois gebrauchen können, sind irgendwelche Nachrichten, die die Jungs fertig machen, nur weil die versuchen, irgendwie die Familie zu verteidigen. Jeder von uns würde das Gleiche tun. ABK Army, tut mir bitte den Gefallen, gib wenigstens auf das Video von denen. Schreibt denen irgendwas Nettes dahin. Schreibt denen eine Privatnachricht, in der ihr denen irgendwie viel Kraft wünscht. Zeigt einfach ein bisschen Anteilnahme, weil egal wie viel Beef ich mit denen hatte, habe, es ist einfach gerade eine unfaire Situation und ich wäre ein ekelhafter Bastard, wenn ich das jetzt so krass ausnutzen würde, mich darin baden würde, dass die gerade nochmal so richtig gefickt werden. Ich geil mich daran nicht auf und ich trete nicht noch nach, wenn eine Person schon auf dem Boden liegt. Und natürlich tun mir auch die Frauen leid, insbesondere die Frau von Santiago, die ebenfalls Suizidgedanken hatte, betrogen wurde, aber über die keiner spricht, einfach weil sie halt gar nicht in die Öffentlichkeit geht. Denn viele vergessen, dass sie jetzt auch alleine, ohne Mann, mit einem Sohn und Suizidgedanken komplett alleine dasteht. Nur weil sie öffentlich nichts gesagt hat, heißt es nicht... Ja, schwieriges Thema. Also ich weiß nicht, ich kenne die Frau gar nicht. Wie ich gesagt habe, so, also diese Frau da von Mois habe ich auch selber regiert. 1:30 oder 37 war das. Was ist online passiert, das darf ich auch sagen. Aber was privat irgendwie mit irgendwelchen Thema, das habe ich mit der Sache nichts zu tun und werde auch nichts dazu sagen, weil ich weiß es nicht, was abgeht. Aber wenn sie das nicht möchte, dann ist es ihre Entscheidung, ob sie das möchte in der Öffentlichkeit oder nicht, weil jeder hat das Recht, was zu sagen. Dass das, was ihr widerfahren ist, weniger schlimm ist. Vergesst bitte nicht, dass es bei diesem ganzen Drama mehrere geschädigte Leute gibt und dass teilweise Menschen da reingezogen werden, die nicht einmal die Möglichkeit haben, sich selbst dazu zu äußern, wie zum Beispiel die Mutter von Mois. Ich muss sagen, wenn das Thema Alims Mutter aufkommt, werde ich immer total panisch, weil ich einfach ein Trauma von dieser Frau habe. Dann haben wir herausgefunden, dass Alims Eltern quasi Alim die Uhren geklaut hat. Sie wollten sie ihm nicht mehr geben. Ich weiß aber nicht, ob sie die Uhren verkauft haben oder was sie mit diesen Uhren gemacht haben. Ich weiß nur, Alims Eltern haben Alim die Uhren geklaut. Plötzlich packen alle jetzt über die Thematik aus, als hätten die förmlich darauf gewartet. Und das ist auch das Stichwort. Ich habe da nämlich so einen Verdacht und das ist nur eine Theorie von meiner Seite. Viele dieser Chatverläufe, die gerade von Mois im Umlauf sind, wurden schon vorher an viele Influencer geschickt. Plötzlich fing das Thema an, nach und nach größer zu werden und alle Leute kamen dann mit ihren Beweisen, die die Vereinzelten zugeschickt bekommen haben, an die Öffentlichkeit. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass bestimmt Mois da irgendwann zugekokst oder voll auf Drogen saß. Irgendjemand hat sein Handy genommen, Face-ID von denen den reinlächeln lassen. Mois dachte bestimmt, das ist gar nicht sein Handy. Hat wie ein Spasti da reingeguckt. Plötzlich wurde das Handy rein, also ja. Also das frage ich mich eigentlich auch jetzt bei den Apple jetzt, Bruder, also ich habe jetzt selbst mein Handy gerade am Laden. Wenn man jetzt ein Handy jetzt klaut, Beispiel jetzt, und man hält es vor ihrem Gesicht, man kann doch so welche, also das wird so die Augen und so erkannt, also was, wenn man denn jetzt drei Personen kommen jetzt und du bist jetzt, wie soll ich sagen, die halten dich fest, auf einmal der Typ, der dritte Typ macht an deine Kamera, also an dein Handy so, und kann dein Handy so damit aufmachen, weil mit deinem Gesicht. Und ist es jetzt irgendwie, also ich frage mich echt dieses Thema, weil ob es Handy, iPhone oder irgendwas, ich glaube es gibt viel mehrere, also hier diese Technik und so, ob es irgendwie Handy entsperrt und die Leute schicken sich schön alle privaten, streng vertraulichen Informationen, haben irgendwas gegen Mois in der Hand. Und dann irgendwann ist das bestimmt Mois bewusst geworden und er fängt an, der Öffentlichkeit durchzudrehen. Weil soweit ich aus internen Influencer-Quellen weiß, war dieses Thema, dass Mois Ex-Frau mit Santiago irgendwie irgendwas haben könnte, schon länger im Umlauf. Es gab diesen Chat, wo der Santiago dem Mois gesagt hat, dass er sich um Mois Ex-Frau kümmern möchte und Mois hat gesagt, dass das für ihn okay ist. Ich habe halt nur rausgefunden, dass du Santiago in Chats geschrieben hast, dass du ihn gern einrutschen würdest. Nein, du hattest schon geschrieben, so als ob du ihn eingelutscht hättest. Und wie Spaß es gemacht hat, das zu tun. Und er meinte, das war das Krasseste, was er je gefühlt hat. Das war so voll ekelhaft zu lesen. Und dann habe ich mich erinnert, dass San Diego eine Woche davor meinte, ob er zu uns kommen darf. Und danach meinte er, ob er dir schreiben darf und dass er dich liebt. Und weil ich halt kein Neandertaler bin und nicht wollte, dass ich ihn töten muss, habe ich gesagt... Ist das Video auf 4K, Digga? Oha. Baby Care, bei denen läuft gut. Okay, Bro, bist immer willkommen. Dann wollte ich ihn zur Rede stellen. Aber genau.
Weil, also, das ist wegen der Aufnahme so. An dem Tag, wo er zu uns kommen wollte, hat Anis einen Streit verursacht und ist abgehauen nach Gütersloh. Und das ist in der Nähe. Gütersloh ist bei mir in der Nähe. Von Dima. Und jetzt habe ich so Chats gelesen und erst verstanden, wie sehr die beiden mich manipuliert haben. Und irgendwann später kam genau dieser Chatverlauf an die Öffentlichkeit und plötzlich ist Mois auf einmal durchgedreht. Wahrscheinlich war dieser Chatverlauf dann der Startschuss dafür, dass viele weitere Sachen von ihm jetzt noch geleakt werden. Und das kann auch irgendwelche Leute gewesen sein, die Mois wahrscheinlich auch verarscht hat. Oder die auch betrogen hat, weil das Mois viele offene Rechnungen mit Leuten hat, das ist klar. Weil komischerweise wurden diese ganzen Sachen von Mois geleakt, erst nachdem er nicht mehr mit seinen alten Kreisen war, sprich mit seinen alten Freunden, seinem alten Management. Weil ich wurde damals sogar schon von dem Altmanagement von Mois markiert. Und das wirkt für mich so, als hätte man damals schon geplant, ihn zu ficken. Das, was Mois gemacht hat, nämlich eine Frau zu schlagen, was für eine Frau zu schlagen, generell Gewalt anzuwenden, ob es ein Tier ist, ein Kind ist, Gewalt ist nie eine Lösung. Ich bin kein Fan von... Es ist auch keine Gewalt, ist keine Lösung, ehrlich nicht. Also, es gibt viele Menschen, die können nicht ohne Gewalt. Also, das finde ich voll traurig. Und man zeigt nur, dass man schwach ist innerlich und... Ah, ja, warte, ich muss das Licht ausmachen. Gewalt. Dennoch muss ich in diesem Video und möchte es einfach von mir selber aus auch ein bisschen über die Ex-Frau von Mois reden. Es fing schon in den Kommentaren damals an, bevor das Ganze so richtig öffentlich war, weil wenn die Ex-Frau von Mois in ihrem Statement schon sagt, dass das Ganze kein Fremdgehen war und sie nicht mehr zusammen waren und sonst was. Auch dieses Video, wo ich in diesem Auto sitze, Alim stellt es so dar, als wäre das entstanden, während ich noch mit ihm verheiratet war. Das ist aber nicht wahr. Dieses Treffen war nach unserer Trennung und das war auch kein Privattreffen von San Diego und mir, um sonst was zu tun. Dieses Treffen hatte einen Grund und da waren auch mehrere Leute anwesend, die waren auch nicht alleine. Warum geht dann die Ex-Frau von San Diego dahin und hält die Kamera direkt auf die Frau von Mois und filmt ihren Mann San Diego dabei, wie er mit der Ex-Frau von Mois im Auto sitzt? Wenn das Ganze doch schon geklärt war, die nicht mehr zusammen waren, alles gut. Okay, vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt mit Mois nicht mehr zusammen, aber scheinbar war San Diego zu dem Zeitpunkt noch mit seiner... Freundin zusammen, sodass das Ganze eskaliert ist. Also Mois hat es öfter schon gehört, dass seine Frau ihn irgendwie wahrscheinlich betrügt und hat dann früher oder später diesen Beweis gesehen. Wie ich sage, wenn es Wahrheit ist, ich weiß nicht, aber wenn es die Wahrheit ist, von, dass es passiert ist mit San Diego und Anis, das ist ehrlich gottlos. Und Mois und San Diego sind, Mois sagt immer, das sind die besten Freunde gewesen, also dass der Bro war. Wäre es ein richtiger Bro, da hätte er es nicht gemacht. Kann ich euch sagen direkt. Also, wäre ich, also ich habe selber Kollegen und wenn es bei ihm passiert, oder dann sage ich ihnen direkt Bescheid, weil das geht gar nicht. Also, welcher kommt auf die Idee, Alter? Also, ich werde niemals verstehen, wenn man. Und ist dann komplett durchgedreht. Und im Nachhinein wurden dann Mois weitere Sachen bewusst, die schon Indizien dafür waren, dass seine Ex-Frau intensives Interesse an San Diego hat. Also sie hat in letzter Zeit so ein Fetisch entwickelt, immer für 1-2 Wochen wegzugehen jeden Morgen. Ich habe über 13 Monate meine Kinder nicht gesehen, weil diese am Rutschen ist. Sie sagt, Sunny hat gerade denselben Style wie du. Merkt man, dass er sich aneignet. Und weil ich das weird fand, schreibe ich, haha, der Arme, ich setze jedes Mal neue Trends an. Ich frage mich eigentlich, wieso schickt sie mir San Diego und sagt, er sieht aus wie ich. Und jetzt, heute weiß ich, die kannten sich schon früher und haben schon früher miteinander. Und dann schreibt sie mir, er ist auch ein guter Freund. Er und Sunny, pflege deine Freundschaften. Vergiss die nicht, wenn es wieder anfängt, für dich gut zu laufen. In dieser ekelhaften Zeit haben die zu dir gestanden und dich verteidigt. Ich werde euch auch gleich beweisen, dass sie San Diego vor mir kannte. Und es ein Plan war von denen und sie ihn schon länger kennt, weil sie auch eine Cousine hat, die in Gütersloh lebt und ich sie oft dahin gehen lassen habe. Wie würdest du dich als Mann fühlen, Bro? Und egal, was sie getan hat oder nicht, sitzt sie mit ihm im Auto und erzählt jetzt irgendeine Scheiße über meine Mutter und mein Kind. Aber sind wir mal, die meisten von euch wüssten gar nicht, wie die reagieren würden, wenn die eigene Liebe, mit der man Kinder gezeugt hat, einfach fremdgehen würde. San Diego hat ja auch irgendwelche Statements auf Instagram gepostet und man sieht in seinen Stories, dass er nur von der Vergangenheit redet. Bruder, von dir möchten wir nichts von der Vergangenheit hören. Wir möchten einfach nur wissen, ob du deinem ehemaligen besten Freund die Frau ausgespannt hast oder nicht. Anstatt Stories zu posten, in denen du sagst, dass Mois sich das Leben nehmen soll. Ein psychisch labiler Mensch, der Kinder hat, soll sich das Leben nehmen. Willst du also, dass unschuldige Kinder ohne Vater aufwachsen, einfach nur damit du... Also, am meisten tun mir die Kinder leid, also im Ernst, also weil die können nicht selbst dafür, so, die sind jetzt, ich schätze da vielleicht so 5, 3 oder so, ungefähr diese Richtung, oder 2, man weiß ja nicht, ja, das, was die machen, ist ihr ein Problem, aber dieses Kinder tun mir voll leid, und dann da schreibe ich San Diego, besser, dass ich irgendwie, ja, das,
deinen Bedürfnissen nachgehen kannst. Und was auch verstörend ist, ist, dass jetzt sogar die Ex-Frau von San Diego scheinbar auf die Kinder von Mois aufpasst, während die Ex-Frau von Mois mit San Diego was hat. Ich sag das, weil du ein bisschen Bord bist, der verheiratete Frauen geklärt hat, obwohl er selber verheiratet ist und deine Nutzung krank ist und auf meine Kinder aufpasst. Was seid ihr für beschissene Hundesöhne? Und was ich auch in dem Statement von Mois Ex-Frau nicht verstehe, warum so viele Infos über Mois Mutter? Die hat sich doch jetzt nicht wegen der Mutter von Mois von ihm getrennt. Oder zum Beispiel die Information über die 10-jährige Tochter von Mois. Alim war schon mal verheiratet und Alim hat auch ein Kind. Das Mädchen, das hat ihre Schwester ausgegeben, ist Alims Tochter. Dieses Mädchen weiß auch nicht, dass Alim ihr Vater ist. Sie nennt ihn Bruder und nennt ihre Oma Mama. Damals war sie 4 Jahre alt, heute ist sie 11, 12. Ich weiß nicht, ob das Kind mittlerweile die Wahrheit kennt. Warum wird die jetzt von Mois Ex-Frau im Internet erwähnt? Sie liegt und erzählt zeitgleich der 10-jährigen Tochter von Mois, dass die Frau, die sie gerade großzieht, nicht ihre Mutter ist, sondern ihre Oma. Wenn man doch schon so eine reife Frau ist mit Feingefühl, dann sollte man doch eher diese Aufklärungsarbeit der Familie überlassen und nicht das im Internet in irgendeinem Video raushauen. Und klar, alle regen sich jetzt darüber auf, dass die Tochter von der Oma großgezogen wird und dass die Oma Mama genannt wird. Aber kein Sturz, wenn irgendwelche Kinder 2 Mütter oder 2 Väter haben, weil die LGBTQ-Eltern haben, wo dann der Vater Mama genannt wird und die Mama Papa. Vor allem weiß die Ex-Frau von Mois auch, in was für einer Kultur sie aufgewachsen ist und welche Sitten es da gibt. Sonst hätte sie ja nicht auf den Segen ihres Vaters gewartet, damit sie endlich Mois heiraten kann. Und dann kommen irgendwelche Kopftuch-Scheiß, die mir krampfhaft auf integriert machen wollen und sagen, klärt die Kleine darüber auf! Das ist, was mischt ihr euch da ein? Eure Eltern sind größtenteils Cousins. Er hat mir 7 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht. Als ich geheiratet habe, gab es einen riesengroßen Streit zwischen unseren Familien, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich heirate. Die ersten Tage hat mir meine Schwiegermutter verboten, Kontakt zu meiner Familie zu halten und ich sollte alle blockieren. Also dieses Video haben wir auch selber alles gesehen. Also ja. Überleg mal, sie ist 7 Jahre lang durch die Hölle gegangen. Warum hat sie sich nicht einfach von Mois getrennt? Weil das Ganze eine Vorgeschichte hat. Sie selbst ist damals von ihrer eigenen Familie abgehauen und kam dann mit Mois zusammen. Sie hat sogar ihre eigene leibliche Familie schlecht geredet. Dieses, dass sie gezwungen wurde, sich nicht bei ihren Eltern zu melden, das ging von ihr aus, weil sie uns nur Schlechtes über ihre Familie gesagt hat. Aber vorher hast du die Aussage getätigt, dass meine Mutter der Grund dafür war, dass du dich 3 Jahre bei deinen Eltern nicht melden konntest. Wie kann es denn sein, dass eine Frau, die Instagram hat, Fotos hochlädt, wo sie draußen ist, ein eigenes Auto hat, wie kann es denn sein, dass diese Frau nicht die Freiheit besitzt, ihre Mutter in 5 Jahren einmal anzurufen? Kannst du mir das bitte mal erklären? Deswegen ist sie nicht einfach abgehauen und zu ihrer Familie zurückgekehrt. Sie nennt sogar die leiblichen Brüder von Mois Bastarde, weil die den Netflix-Account ihres Bruders benutzen. Ich war eingeloggt in meinem Fernseher mit Abos Netflix, das war's, mehr nicht. Ich hatte keinen Kontakt zu denen, weil sie den nicht mag und gesagt hat, sie verlässt mich, wenn ich mit denen je wieder irgendwas. Aber ich habe nicht wegen denen, sondern weil Abo mich verkauft hat für Klicks. Wieso ist Netflix von deinen Brüdern angemeldet? Ich so, weil ich kein anderes hatte und auf mein Handy nur dieses ist, hab's halt selber eingegeben. Die haben damals wie nichts Nutzerpassworte geändert, um mich rauszuschmeißen, diese Bastarde. Wallahi, und du kommst damit jetzt her. Das hat meine Laune scheiß zerstört. Wie ein beschissener Fluch. Sobald ich glücklich bin, kommt diese Bastarde in mein Leben, egal wie und woher. Ich habe ihr 50.000 Euro Hochzeit bezahlt, auf der Hochzeit noch 10.000 Euro verteilt und war 20 Stunden am Fahren und habe jeden gut behandelt und sogar Tische abgeräumt. Und innerhalb von 30 Minuten ist sie von Danke, dass du uns gut behandelt hast, auf du hast meine Laune zerstört. Ich habe das Gefühl, dass manche Aussagen aus ihrem Video einfach nicht stimmen. Nie Geld gegeben, dann habe ich halt... Man kann es vermuten, aber ob man das weiß, weiß man es nicht. Weil wir waren alle nicht da. Das ist sie. Und das ist daran das Punkt da zwischen dieses. Man weiß ja nicht, aber wenn eine Person labert oder so, wir sagen, ich kenne die jetzt nicht so hier, die. Aber ganz schwierig, darum sage ich immer. Ich habe mich da bedenkt, was privat passiert ist, aber was in der Öffentlichkeit ist, darf man nur sagen, die Meinung. Ich kann jetzt nicht sagen, ey, das stimmt, das hat die Adresse und so. Vielleicht wurde die Technik, man weiß ja nicht, das ist das Ding. Heimlich bin ich in seinen PayPal-Account reingekommen und habe so angefangen, mir heimlich mir und den Kindern Anziehsachen zu kaufen und Sachen zu bestellen. Warum ist das Geld überhaupt? Nicht so, als ob dein Passwort mein Geburtstag ist und ich jederzeit in deinen Account rein kann. Dein Geburtstag ist mein Passwort. Musstest du das jetzt leaken? Wir besorgen jetzt Kleidchen und Schuhe für mich. Sie schickt mir aus dem Nichts. Ich brauche ganz dringend Moneten für die Babys hier. Ich werde heute nicht schlafen können. Ich will einfach damit sagen, dass Menschen sehr wohl für ihr Verhalten selbst verantwortlich sind. Ich habe bei sowas eher Verständnis, wenn es um Kinder geht, um geistig Behinderte. Da kann ich sehr wohl verstehen, dass die etwas nicht selber entscheiden können. Aber bei erwachsenen Leuten, die ganz genau wissen, was sie tun und sogar anscheinend so reif sind, um Kinder auf die Welt zu bringen, fällt mir das ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen schwieriger. Was mich auch bei dieser ganzen Sache wundert, ist, Maestro war ja mit Mois sehr, sehr gut befreundet. Er hat auch über Mois alles ausgepackt, als einer der ersten in ganz Deutschland. Als ob Maestro nicht davon mitbekommen hat, dass Mois
Maes seine Frau geschlagen hat. Aber okay, dann hat halt der Ehrenmann Maestro nichts davon mitbekommen. Aber er hat auf jeden Fall von dem Video von den Brüdern von Maes mitbekommen, mit denen er eigentlich sogar befreundet ist. Die Brüder von Maes haben damals sogar Maestro verteidigt, als er das Video gegen ihren eigenen Bruder gemacht hat. Dass Maes dann unter anderem wegen der Sache auf seine Brüder abgefuckt ist, kann man ja verstehen. Warum ist dann der liebe Maestro nicht so korrekt und macht jetzt mal ein Video oder verteidigt die Brüder von Maes und versucht denen irgendwie zu helfen? Vor allem fand ich auch eine Story von Maestro sehr, sehr unpassend. Nämlich hat die Ex-Frau von Maes in ihrem Statement Folgendes gesagt. Sie hat mir ihre getragenen Socken gegeben und ich sollte von allen ihren Socken mit Hand diese Fussel entfernen. Das war eine meiner Strafen, die ich von ihr bekommen habe. Daraufhin kam wenige Stunden später von Maestro eine Story, in der er eine Socke gepostet hat. Kann sein, dass das Ganze ein Zufall ist und ich das jetzt auch nur sage, weil ich Maestro nicht mag. Aber es gab damals in dem Video, was Maestro gegen Maes gemacht hat, eine sehr wichtige Szene. Da war ein Künstler von Goldmann, ja. Der hat die gefilmt und die haben so Stories gemacht und die haben im Hintergrund so Ziegenlaute von sich gegeben, ja. Ist da oberkörperfrei, barfuß durch die Gegend gelaufen. Und dann kriege ich einen Anruf von Xatar. Eines Tages, komm in Tower, ich komme dahin. Was ist hier gestern Abend passiert? Ärger und Beef und Leute wurden durch die Flure geschubst. Die Leute haben Angst vor allem. Der war seit 2 Wochen nicht zu Hause. Der schläft da auf dem Sofa in diesem Bereich, wo die rauchen. Er hat 1-2 Stunden am Tag geschlafen. Das war eine richtig crazy Zeit. Ich gehe hoch. Alim ist in diesem dunklen Raum, ist am Malen. Ich gehe rein, er guckt mich an, ich krieg Angst. Er sagt zu mir, sprich die Shahada. Er guckt mich an und sagt zu mir, okay, gut, das zeigt mir, dass du nicht der Teufel bist. Ich habe ihn zur Seite genommen und ich habe gesagt, Alim, guck mal, bitte, wenn du mich liebst, geh nach Hause. Und dann ist Alim mit dem abends nach Braunschweig nach Hause. Nach 2 Wochen oder über 2 Wochen zu seiner Familie. Und ich kriege an dem Morgen davon eine Nachricht, Alim ist verhaftet. Da ist wohl irgendwas passiert, die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Ich will aus Anstand dieses Thema nicht so groß aufmachen. An jedem Tag, wo Maes so am Durchdrehen war, hat er ihn einfach nach Hause gebracht zu seiner Familie, wo er Kinder hat. Und daraufhin hat auch die Frau von Maes in ihrem Statement Folgendes gesagt. Dann begann die Zeit, dass Alim öfters wieder nach Köln gefahren ist und diese Xatar-Tower-Zeit hat begonnen. Fing an, immer mehr Drogen zu nehmen. Alim war manchmal auch einfach für 1-2 Wochen weg und kam nicht nach Hause. Eines Tages kam er nach Hause. Also, was ich glauben kann, er hat schon damals diese Drogen, also jeder spricht jetzt irgendwie, er raucht jetzt nach Lulis, also am Anfang war es richtig schlimm, also jeder weiß das doch, dass er damals, also nicht jeder, aber man sieht dort direkt, so nur, weil er damals das ein bisschen privat gemacht hat. Hause. Er hat sich total seltsam benommen. Er hat die ganze Zeit über den Teufel gesprochen. Er hat angefangen, mich zu würgen. Er ist komplett ausgerastet. Er ist durchgedreht, hat angefangen, mich zu schlagen, meinen Kopf mehrfach auf den Boden zu schlagen. Er hat mich gewürgt und fing an, Sachen zu sagen, in dir ist der Teufel. Ich beweise es dir. In dir ist der Teufel. Sag Ashhadu la ilaha illallah. Ich sollte irgendwas aussagen. Ich weiß nicht mehr was. Er war dabei, mich so stark zu würgen, dass ich nicht reden konnte. Ich habe kein Wort rausbekommen. Er hat mich mit einer Hand gewürgt und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Und die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie meine Schreie gehört hatten. Dann haben die Polizei ihm Handschellen angelegt und ihn auf den Boden gesetzt. Ich habe Maestro angerufen, ich habe ihm erzählt, was los ist. Er hat 3 Tage hier nicht geschlafen, der muss sich nur beruhigen, das habe ich auch der Polizei gesagt. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie es jetzt weitergehen, was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier. Oder jeder, der irgendwie feiern ist und dann voll besoffen ist, voll auf Drogen, geht doch dann nicht so direkt zu seinen Eltern. Das ist gut, nimmt keine Drogen, das finde ich für gutes Wort. Und zu seiner Familie nach Hause, sondern versucht... Und Alkohol ist auch eine Droge, das muss man noch nicht vergessen, weil... Ich bin jetzt 19 und ich kann jetzt einfach legal, ohne irgendwas kaufen, Alkohol kaufen. Da kann ich mich versäufen, aber mache ich nicht, weil ich habe ein gutes Ego und ich mache das einfach nicht. Extrem drauf ist, bei Freunden erstmal auszunüchtern. Dass man dann die Person direkt zu den Kindern noch nach Hause bringt, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Guck mal Leute, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, wer jetzt hier im Recht liegt und wer nicht, ist klar. Jemand, der jemanden Gewalt antut, ist komplett unten durch. Aber jemand, der sein... Das stimmt. Aber bis die, also ich glaube, dass schon ein paar Sachen passiert, weil sonst wäre es keine Bilder, die Anis geleakt hat in Instagram. Und wir haben das Statement gesehen. Und ja. Meinem besten Freund, die Frau ausspannt, ist ebenso ein Bastard. In den ganzen alten Videos. Ja, wie ich seit Anfang, wenn man Freunde, Kollegen und so irgendwie Freunde wegle, das ist gottlos, das, dann bist du auch unter der Schublade. Von Maes, die er mit seiner Ex-Frau gedreht hat, sah alles so aus, als würde es gar keine Probleme geben. Und das ist gerade mal erst 3 Jahre her. Aber sie macht in irgendwelchen YouTube-Videos mit, hat sogar zu der Zeit anscheinend dann öffentlich gelogen, weil sie das alles so wie eine glückliche Beziehung aussehen lassen hat. Und jetzt macht sie Videos, wo sie sagt, dass die ganzen 7 Jahre beschissen waren. Damals war sie anscheinend mit Maes glücklich, obwohl sie es doch nicht war. Jetzt hat sie was mit San Diego, ist von Maes getrennt und sagt, dass Maes scheiße war. Woher soll ich wissen, was jetzt genau stimmt? Wenn Maes immer schon scheiße war, warum hast du dann damals mitgespielt und so getan, als wäre er ein Ehrenmann. Jetzt denke ich mir im Kopf irgendwo, ja, jetzt ist ja klar, dass sie bestätigt, dass der scheiße ist, weil jetzt hat sie auch ihren neuen Freund, nämlich den San Diego.
Rechtfertigt das das Verhalten von Mois? Nein, immer noch nicht. Es geht mir einfach nur darum zu zeigen, wie schnell Menschen ihre Meinung zu ihren eigenen Gunsten ändern. Dass Mois am Arsch ist, Bruder, das weiß man doch. Der redet von Illuminati, macht sich Auge auf seine Hand, nennt seine eigenen Kinder Kachba und sowas. Bruder, was wollen wir da noch Beef machen? Der Typ... Oder das ist schon gottlos. Der Typ ist schon gefickt, liegt am Boden, du kannst da gar nichts mehr zerstören oder exposen. Und dann kommen noch Leute und wollen weiterhin über den auspacken. Es wirkt auf mich so, als würden die sich dann noch verschwören, um ihn wirklich in den Suizid zu treiben. Es gab irgendwie so einen Weltnachrichtenartikel und dieser Artikel wurde von dem Typen geschrieben, der St. Diegos Buch geschrieben hat. Bruder, ich finde den Zufall krass. Oder so eine Blender bei Shirin David, die dann auf die Bühne geht. Ein mutiges Mädchen hat sich getraut, öffentlich zu gehen. Leute, kein Mann erhebt seine Hand gegen deine Frau. Ich will nur die Jungs sein. Ihr erhebt niemals die Hand gegen irgendeine Frau. Und deswegen möchte ich, dass wir Anis heute beistehen. Das ist für dich, Anis. Nochmal, schmeiß die Musik an. Wie wär's, wenn Shirin David das Mikrofon nehmen würde und sich stark machen würde, wie die Frauen, die in Palästina misshandelt werden und sogar sterben? Oder wenn sie sich das nicht traut, dann wenigstens über die Frauen reden, die von der Hamas entführt werden. Aber nein, das passt ja der PR-Berater. Das ist am meisten Politik, was er gerade anspricht, aber das machen die nicht, weil die wollen nicht den Ruf verlieren. Weil die zu Angst haben, dass sie nicht Auserwählter sind. Aber es ist viel besser, wenn man Auserwählter ist. Es ist viel besser, wenn man sein eigenes Ding macht und nicht über andere Leute, der Mainstream irgendwie. Das ist nur meine Meinung einfach so. Das muss ich jetzt nicht feiern oder so, aber ich finde, man muss schon auch ein bisschen damit auf Thema reingehen. Nicht. Damit macht man sich ja die Werbedeals kaputt. Genau. Also bitte auch mit eurem gespielten Mitgefühl. Genau, das ist das Ding. Ich glaube, es ist jetzt echt mir von Shirin David, ob es ehrlich gemeint ist von sie, dass das jetzt so für Einsatz war, aber warum macht nicht für Palästina und sowas? Das ist das Ding. Wie ABK gesagt hat. Welche Shirin David Schlampenfans, die sogar noch Geld bezahlen würden, damit die mit Chris Brown irgendwo Backstage und landen. Ja, da war auch irgendwas mit Chris Brown, der hat auch Rihanna geschlagen und jetzt fallen die Frauen mehr Chris Brown, also das stopp ihm, also kriegt er den Sinn, ich meine, das hat gar keinen Sinn. Können, der seine Frau demoliert hat, fangen wir da an bei Shirin David Konzert für Gleichberechtigung zu twerken. Und Leute, wenn ich euch sage, dass Mois Hilfe braucht, dann nicht um ihn irgendwie Rücken zu geben, sondern im Gegenteil, um auf ihn einzureden, damit er sich professionelle Hilfe sucht, weil das, was ich da gerade bei Mois sehe, ist alles außer ein Man in the Mirror. Wenn er in den Spiegel guckt, sieht er alles, aber ganz bestimmt keinen Mann. Und wenn, dann sieht er nicht einmal sich selbst. Er vertraut sich selbst ja nicht mal, geschweige denn seine eigene Familie und jetzt erst recht nicht irgendwelchen Leuten. Aber ich glaube nicht an diese Menschen, die neben mir beten und mich verkaufen, wie in Surat al-Baqarah. Inna alladhina kafaru sawahun alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sie sagen doch, dass sie gläubig sind. Aber dann weißt du, Bruder, wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhati sudur. Und mach sie zu Moslems. Dann bin ich Moslem. Aber ihr seid keine Moslems. Ich bin nicht solcher Moslem wie ihr. Ich meine, dieser Jalous, irgend so ein Ekliger aus dem Internet, den ich gar nicht mag, macht ein Interview mit Mois und fängt danach an, über Mois auszupacken, postet. Das war auch Gottes Move. Also das ist bodenlos. Also das habe ich auch mitgebracht. Da wurde ein paar Clips, ein paar Memes raus kreiert aus dieses Interview, aber das ist ein Move. Das geht zu weit. Also der war gottlos. Postet dann eine Story, wo der genauso scheinheilig wie Shirin David auf Ehrenmann macht. Der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil ein Mann seine Frau geschlagen hat, jahrelang. Aber warum gehst du mit denen in ein Interview? Gibt ja gar keinen Sinn. Und guck mal, vielleicht, es gibt ein paar Videos, vielleicht sind korrekt und so, also ein paar witzig und so, aber wenn man das macht, bist du trotzdem ehrenlos. Ihr Leben verflucht hat. Ich versuche den Frauen, die gerade unterdrückt werden, eine Stimme zu geben. Und in Deutschland ist das immer noch nicht angekommen bis heute. Ihr könnt mich haten. Aber in Amerika schon. Ja. So viel ihr wollt. Und ein paar Stunden später postet er einfach seinen schäbigen Schrottsong. Er hat das Ganze gemacht einfach nur um wegen Promo, wegen bisschen Dings. Seinen Song zu promoten, ja. Den kein Mensch hören will. Und diese ganzen Feministenfotzen kommen dann so an und lassen gar keinen mehr seine Meinung dazu sagen. Nur weil ich im Stream gesagt habe, ey Leute, die Frau von Mois hat vieles mit sich machen lassen und das zeigt, dass sie kein richtiges Selbstwertgefühl hat. Warum gehst du heiraten, wenn du kein eigenes Selbstwertgefühl hast, nicht selbstbewusst genug bist und gar nichts von dir hältst? Das sind dann immer diese Menschen, die in eine emotionale Abhängigkeit gelangen, was niemals gut ist. Und genau das sage ich meinen Zuschauern, um als jemand, der immer noch auf Vorbildfunktion scheißt, gute Werte mitzugeben. Denn ich bin aus eigener Erfahrung der Meinung, dass da, wo die Emotionen anfangen,
haben, die Logik aufhört. Und das sage ich den Leuten mal, wenn ihr verliebt seid, seid vorsichtig, verliert dabei nicht euren Verstand. Ihr solltet nicht jemanden lieben und euch dabei von euch selbst scheiden lassen. Die arme Frau war emotional abhängig, die konnte 7 Jahre lang nichts machen. Ja, es ist scheiße, es ist ekelhaft. Aber am Ende des Tages könnt ihr doch nicht den Leuten einfach sagen, ja, ist doch normal, die war 7 Jahre in der Beziehung, weil sie voll emotional abhängig war und so. Ihr tut so, als wäre Liebe eine Krankheit, die einfach dein Gehirn frisst wie so ein Hirntumor und du gar nichts mehr entscheiden kannst. Sie ist eine erwachsene Frau. Sie trägt irgendwo auch eine gewisse Teilschuld, weil sie nämlich durch ihr Verhalten nicht nur sich, sondern auch die Kinder in Gefahr bringt, wenn die trotz Gewalt und Drohungen bei ihrem Partner bleiben. Oder wollt ihr mir jetzt sagen, wenn irgendjemand gegen euch Morddrohungen ausspricht, euch erpresst, dass ihr dann einfach gehorchen solltet und das mit euch machen lassen solltet? Nein, ihr solltet euch niemals erpressen lassen. Ich schwöre, diese ganzen kleinen Albers finden Romeo und Julia voll süß, weil die wegen Liebe gestorben sind. Und was passiert bei uns hier in Deutschland? Am Anarchium, irgendeine Frau geht mit SpongeBob fremd. Und viele von uns kennen das auch. Digga, wie der SpongeBob fremd. Digga, ist crazy. Aber damals war SpongeBob echt krass, so 2015, 16 so. Der war schon damals schon gut dabei. Also ich habe damals auch ein bisschen seine Musik gefeiert. Seit fast 7 Jahre höre ich jetzt nicht von ihm mehr so. Oder 8, ungefähr diese Richtung. Also da habe ich aufgehört. Auch dass die eigenen Eltern geheiratet haben und immer noch zusammen sind, obwohl die sich jeden Tag streiten, aber die Mutter trotzdem noch mit dem Mann zusammen bleibt, einfach nur den Kindern zuliebe. Jedes normale Kind wünscht sich lieber eine normale, gesunde, glückliche Mutter, anstatt eine unglückliche, kranke, krampfhaft Verheiratete. Und diese Bastarde in den Kommentaren, die mir dann sagen wollen, der ABK ist Frauen gegenüber voll respektlos und voll empathielos und sonst was, das sind genau die gleichen Leute, die wissen, dass ich meine kranke Mutter zu Hause pflege und deswegen auch mit ihr. Oder aber, was ich meistens nicht verstehe, warum macht man sich drüber lustig, wenn man also eine kranke Mutter hat, also, und der hilft? Seid ihr irgendwie dumm oder so? Habt ihr irgendwie falsch geboren oder was ist los mit euch? Das ist doch normal. Ihr werdet auch eines Tages Punkt kommen, dass ihr auch deine eure Mutter hilft. Ich muss auch bald meine Mutter, also, checkt euch mal. Das ist so dumm. Diese Logik von Menschen ist so los. Und mir dann sagen, oh mein Gott, wie kann man noch in seinem Alter Single sein? Ja, da, lass ihn noch Single bleiben, Digga. Trotzdem hat er über 1,2 Millionen Follower. Also bei seiner Mutter wohnen. Diese sensationsgeilen Hurensöhne. Ihr seid wie im alten Rom, die damals nur Finger hoch und runter gemacht haben. Wenn die dann versuchen, meine Worte zu verdrehen, nur weil ich nicht jede Minute ein Video hochlade, kommen wir da an mit irgendwelchen TikTok-Zitaten von mir, wo ein kurzer Ausschnitt genommen wurde und denken, die hätten mich verstanden. Wird teilweise schlecht bei dieser Thematik, wenn ich sehe, dass andere Frauenschläger über Frauenschläger reden und andere Fremdgeher über Fremdgeher reden. Ihr haltet bitte ganz eure Fresse, bevor ich auch noch mit euch anfange. Ja, aber kommt gleich in meinen Livestream, das war's jetzt mit dem Video. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Starkes Video, also was soll ich jetzt sagen, also ich habe alles im Video erklärt, was ich gesagt habe, also like, den Abo da und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Sen ani lately shkundi mu i s'pom edhe dhe i treti sanet po ndrojnë të munu më koni njeti faj është jam jam a jo bashi kejti lejti shoqet që të thujnë si ap lejti s'shpejti t'harojnë si t'bojnë frer për veti mas leti ishkon mi dhonë fun ma para se me pas diqka ma shumë na